Wolfgang Pfister, Pressesprecher von Liebherr Nenzing. Der 18-jährige Lehrling, der am Dienstag bei einer Explosion schwer verletzt wurde, ist in der Nacht auf Mittwoch im Krankenhaus verstorben. Können Sie ein paar Worte dazu sagen? Es hat gestern eine Explosion stattgefunden. Das konnte man auch schon den Medienberichten gestern entnehmen. Der Lehrling im dritten Lehrer ist schwer verletzt in einer Spezialklinik nach Deutschland geliefert worden. Und leider hat uns heute Morgen die Nachricht erreicht, dass der Lehrling verstorben ist. Unsere Anteilnahme gilt natürlich in erster Linie der Familie und den Angehörigen. Und es ist uns auch wichtig, dass seitens der Firma, der Liebherr Nenzing GmbH, zum Ausdruck gebracht wird, dass seitens der Geschäftsleitung natürlich alle Schritte unternommen werden, um die Familie tatkräftig zu unterstützen, Familie und die Angehörigen. Gibt es schon Details, wie dieses Unglück passiert ist, was da vorgefallen ist? Es gibt noch keine Details. Die Erhebungen sind im Gange. Es ist eine Sondergruppe, Expertengruppe im Haus. Es setzt sich zusammen aus Vertretern der Brandschutzbehörde, Landes- und Bundeskriminalamt. Die Erhebungen sind im Gange. Es gibt aber weder zu genauen Unglückshergang noch zu den Ursachen konkrete Ergebnisse. Wir warten ab und sind auch seitens der Expertengruppe gebeten worden, keine Aussagen zu treffen, da von deren Seite die Information erfolgt. Bis wann ist hier mit einem Ergebnis zu rechnen? Wir warten eigentlich im Laufe der nächsten Tage mit konkreten Ergebnissen. Das kann morgen sein, kann übermorgen sein. Wir sind selber abhängig vom Fortschritt der Untersuchungen. Wie genau schaut jetzt die weitere Vorgehensweise aus? Die weitere Vorgehensweise ist so, dass uns war es einmal wichtig, mit der Familie Kontakt aufzunehmen, mit dem familiären Umfeld, die Belegschaft zu informieren und natürlich auch sehr eng mit den Experten zusammenzuarbeiten. Wir haben auch interne Spezialisten beigestellt, die, wenn es um konkrete Prozessabläufe geht, Rede und Antwort stehen. Wir haben die sämtliche Behörden informiert, sei es Versicherung, sei es sonstige Behörden. Also wir arbeiten sehr eng zusammen. Wir können jetzt zu den konkreten Schritten keine genaue Aussage treffen, da wir selber auf die Ergebnisse dieser Expertengruppe warten. Wie sieht die Situation in der Firma selbst aus? Was wurde hier publiziert? Innerhalb der Belegschaft ist die Verunsicherung natürlich, ist die Betroffenheit sehr groß. Sie können sich vorstellen, obwohl wir mehr als 120 Lehrlinge haben, sind wir trotzdem eine große Familie. Jeder kennt jeden. Die Betroffenheit ist sehr groß, die Anteilnahme auch. Und das ist sicherlich, es gilt jetzt auch in erster Linie die Anteilnahme der Familie und im Umfeld. Die Belegschaft ist informiert. Die Belegschaft wurde informiert über den Lauf der Ermittlungen, wobei es noch keine Ergebnisse gibt, aber zumindest die Belegschaft weiß, dass wir tatkräftig dahinter sind, die Behörden zu unterstützen. Wir haben auch sehr aktive Öffentlichkeitsarbeit in der Form getroffen, dass wir gesagt haben, wir geben Antwort zu den Fragestellungen. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Es ist unser Anliegen, dass das lückenlos aufgeklärt wird, zumal auch für uns die Ursache ein riesen Fragezeichen aufwirft.